Zu unserer Serie Gnadenlos befragt begrüße ich heute den Bundespräsidenten im Weltnetz TV Hauptstadtstudio. Und was mich heute besonders interessiert und gewiss auch unsere Zuschauer, Herr Ehren Dr. Gauck, wie kommt es eigentlich, dass Sie so schön und doch gleichzeitig so klug sind? Das ist keine ganz einfache Frage und ich habe mir diese Frage selbst schon mehr als 1000 Mal gestellt. Aber ich denke, wenn man im Widerstand groß geworden ist, wenn man gegen eine Diktatur der Gleichmacher gekämpft hat, da musste man sich seine Individualität bewahren, seine visionäre Weitsicht, seine ganz persönliche Literatur. Aber so schön, Herr Ehrendoktor. Ja, ich weiß nicht, ob schön das richtige Wort ist. Ich glaube eher, ich sehe interessant aus, eigenwillig. Alles das, was uns die Diktatur der Gleichmacher austreiben wollte. Ganz du selbst bleiben, ein Unikat gewissermaßen. Zu den Banken äußern Sie sich, wie die FAZ schreibt, versöhnlicher als sein Amtsvorgänger. Der Name meines Vorgängers war nicht verabredet. Ich lasse diese Frage nicht zu. Herr Bundespräsident, Herr Ehren Dr. Gauck, Herr Facher, das soll nicht wieder vorkommen. Das war aber jetzt das letzte Mal. Wären Sie damit einverstanden, wenn ich den Namen anschließend streiche oder durch einen Piepton ersetze? Gut. Ihre Rede wurde vor den Bankern bejubelt. Also, im Unterschied zu Ihrem Vorgänger nennt der Spiegel Sie einen Bankerversteher. Ja, wissen Sie, ich habe für diese Protestierer da in Frankfurt oder in New York an der Wall Street nicht das geringste Verständnis. Wissen diese jungen Schnösel überhaupt, wie es sich anfühlt in einer Diktatur? Wir hatten da keine unabhängigen Banken, kein Bankgeheimnis, keine freien Kredite. Da gab es überall nur Mauerschützen und die Stasi, die reihenweise Leute umbringen ließ. Und wir im Widerstand, im Untergrund, was hätten wir darum gegeben, mal einen freien Kreditgeber zu finden? Ich habe diese Blockupy-Protestierer ja bereits im Oktober als unsäglich albern bezeichnet. Und was ich Ihnen jetzt sage, das sage ich Ihnen als Pastor und als Christenmensch. Kredit kommt von Credo. Ich glaube. Und gerade wir Gläubigen sind doch auch Gläubiger und damit dem Credo des Kredit unendlich verpflichtet. Und natürlich der gesamten Kreditwirtschaft so unendlich dankbar. Man munkelt, die Deutsche Bank habe das Katastrophen-AKW in Fukushima mit 12% finanziert und würde jetzt in einem indischen Erdbebengebiet wieder ein neues Atomkraftwerk kreditieren. Außerdem habe die Deutsche Bank Auschwitz finanziert, am Giftgaszyklon B mitverdient, am Krieg. Das hat doch die Deutsche Bank stets offen und freimütig zugegeben. Aber wir sollten unter dieses dunkle Kapitel der deutschen Geschichte endlich auch mal einen Schlussstrich ziehen. Extra gegen die Deutsche Bank, gegen Krupp, Thyssen, die alle Hitler finanziert hatten, ist ja 1949 der Artikel 15 ins Grundgesetz gekommen, um Privatkonzerne und Banken, wenn sie zu groß geworden sind, ins Gemeineigentum überführen zu können. Wissen Sie, junger Mann, das Grundgesetz ist sehr alt. Und gerade wir Christenmenschen müssen doch auch vergeben und vergessen können. Außerdem wurde uns DDR-Bürgern das Grundgesetz quasi aufgezwungen. Wenn es nach mir gegangen wäre, aber schwamm drüber. Jedenfalls, entweder wir haben die Freiheit des Marktes oder wir haben Knebel und Handschellen für die Banken. Lieber Herr Facher, hochverehrter Bundespräsident Ehren Dr. Gauck, damit wären wir bei der Rolle der Banken beim Wirtschaftskollaps in Südeuropa. Da bringen sich alte Menschen auf öffentlichen Plätzen um, herrscht eine Jugendarbeitslosigkeit von 65% und so. Es gibt nun eine Bankenunion
um Spekulanten als Profiteure der Eurokrise an die Leine zu legen. Ich mag diese Wortwahl gar nicht. Spekulanten an die Leine legen. Sie hatten mit meiner Pressestelle vereinbart, alle Formulierungen zu vermeiden, die mich an den kommunistischen Terror erinnern könnten. Spekulieren ist ein Menschenrecht. Ich meine ja nur die Bankenaufsicht, wie sie die Bundesregierung und die Europäische Union. Ach so, ja, das ist etwas anderes. Sprechen Sie weiter. In den neuen EU-Gesetzen zur Bankenaufsicht steht, dass die Banken nur 8% Bail-in, also eine Eigenrücklage der Verbindlichkeiten, vorhalten müssen. Reicht das? Wissen Sie, ja, und glauben Sie tatsächlich, wir hätten aus der Krise nichts gelernt? Von der Deutschen Bank bekommen Sie heute nur dann ein Darlehen, wenn Sie lückenlos nachweisen können, dass Sie keines brauchen. Also in der Krise wurden 1660 Milliarden Euro an Steuergeldern für die Banken ausgegeben. Und jetzt sollen bis 2024 diese Banken wenigstens 55 Milliarden als sogenanntes Eigenkapital in einer Art Reservetopf zurückstellen. Meinen Sie, dass das ausreicht? Wissen Sie, jede Milliarde, die uns die Deutsche Bank zur Verfügung stellt, ist eine hart erarbeitete Milliarde. Können Sie sich vorstellen, was es heißt, 55 Milliarden zu erarbeiten? Aber der Inhaber des Lehrstuhls für Finanzierung und Kreditwirtschaft an der Ruhr-Universität Bochum, Professor Stefan Paul, sagt, der jetzige Richtlinienentwurf mit seinen Ausnahmeregelungen macht die Tür auf, damit sogar gesunde Banken mit tragfähigem Geschäftsmodell Hilfszahlungen von staatlicher Seite weiterhin gewährt bekommen. Also wenn wir als Steuerzahler wollen, dass wir alle auch morgen noch in Freiheit, festem Credo und sicheren Krediten leben können, dann ist es unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit als Steuerzahler für die Freiheit der Banken gerade zu stehen. Es sei denn, wir wollen wieder mit Selbstschussanlagen und hinter Stacheldraht leben. Ich sollte mich nicht aufregen. Sie fragten mich eingangs, warum ich so schön bin. Und ich antwortete Ihnen auf diese Frage. Ich weiß nicht, ob Schönheit das richtige Wort ist. Ich bin überhaupt nicht eitel, obwohl ich allen Grund dazu hätte. Ihre Schönheit kommt wahrlich von innen. Und genau diese wollten mir die russischen Gleichmacher brutal austreiben. Meine Einzigartigkeit. Schauen Sie mal in diese russischen Slawengesichter, wie Mongolen, wie Chinesen. Eins wie das andere, Dutzend fressen, eine Armee blauer Ameisen, ohne alles Lebenswerte. Sie meinten Lebenswerte? Ja, ich meine liebenswert und lebenswert. Dem gilt mein Kampf. Bis zum letzten Blutstropfen werde ich gegen diese kommunistischen Parolen kämpfen, wie solidarische Gemeinschaft, soziale Gerechtigkeit, Frieden. Weil hinter diesen Phrasen nichts anderes steckt als der Terror der Gleichmacher.